Einen wunderschönen guten Abend da draußen. Wer auch immer uns gerade zuschaut oder mir gerade zuschaut, möge sich doch bitte zu erkennen geben. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen Kommentar sehen könnte von euch, denn es ist ja eine ganz besondere Nacht. Und ja, und wir haben auch was ganz Besonderes vor, denn wenn ihr mal hinter mir schaut, dann seht ihr nämlich, ja, ich bin nicht in München, physisch schon, aber im Geiste bin ich in einer ganz anderen Stadt und zwar in unserer zweiten großartigen Stadtspürerstadt, nämlich in Hamburg. Und was ihr da hinter mir seht, das ist gewissermaßen der Star dieses Abends. Das ist nämlich die Katharinenkirche. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen und ich will, das ver so, womit verrate ich das, das auch gar nicht alleine tun. Nochmal ganz kurz, warum ist heute Katharinennacht? Also warum, wieso und weshalb? Das könnt ihr auch in unserem heutigen Blogpost sehen, den ich noch einmal gepostet habe auf Stadtspürer und woanders. Da findet ihr jede Menge Informationen über die He Legende der heiligen Katharina heraus. Und ja, jetzt nach Sonnenuntergang haben wir die Nacht der heiligen Katharina. Und die heilige Katharina war eine fromme Frau, die in Ägypten lebte und die das Schicksal vieler Frauen teilen musste, die nicht so wollte die nicht so wollte wie ihre Eltern oder ihr Vater wollten. Sie sollte verheiratet werden an einen heidnischen Priester. Und das ist etwas, was eben dann dazu führte, dass der Vater am Schluss sie eben umbrachte. Gut, sie war schön, klug und gebildet. Und dieser Tag ihres Martyriums, der wird am 25. November begangen. Warum treffen wir uns dann heute schon, heute Abend, am 24. November? Weil einer alten Tradition nach der Tag mit der Nacht beginnt. Und diese Nacht beginnt eben mit dem Sonnenuntergang des 24. Und bleibt bitte ganz bis zum Schluss dran, weil dann werde ich euch noch etwas erzählen, was wir zusätzlich noch in dieser Nacht gerade heute gestartet haben, auf unserem, ja, auf unserer Geheimnisakademie. Aber zunächst einmal möchte ich ja, diese Gelegenheit nutzen, dass wir uns live nach Hamburg schalten, denn ganz unmittelbar an dem Ort, an dem ich mich jetzt nur virtuell befinde, befinden sich zwei unserer grandiosen Stadtspürerinnen in Hamburg. Und die hole ich jetzt einfach mal rein und wir wollen mal hoffen, dass das klappt. Und jetzt müsstet ihr eigentlich ja, hallo. Hallo, lieber Christopher. Hallo, liebe Kirsten. Ich grüße dich aus dem Freiluftstudio Hamburg. Und wie du siehst, musst du nur mit einer Stadtspürerin vorlieb nehmen, weil die andere hat sich davon gemacht. Ich habe So aber einen was. anderen Gast, den ich dir heute noch präsentieren werde. Wie geht es dir denn da in München? Naja, also hier in München ist es ähnlich ruhig vom Wetter, aber genauso dunkel, würde ich mal sagen. Ja, es ist schon sehr düster. Ich glaube, inzwischen geht so gegen 4 Uhr hier in Hamburg die Sonne unter. Ich glaube, in München ist es noch etwas länger Sonnenschein, soweit ich weiß. Aber Ja. ganz egal. Du hast ja schon die Katharina, also die tatsächliche Katharina von Alexandria vorgestellt. Und für alle da draußen, die unseren letzten Live-Talk nicht gesehen haben, meinen und Christopher von letzten Montag, die können sich den dann auch noch mal ansehen. Ganz Weil da haben wir genau. auch noch mal über Katharina geredet. Ich werde kurz mal hier die Kirche im Hintergrund zeigen. Nein, das werde ich doch. Ich muss mit der Kamera kommen, ja nicht so klar. Genau. Hier im Hintergrund seht ihr die Katharina. Ich weiß gar nicht, ich habe hier in München auch eine Katharinenkirche. Katharinenkapelle haben wir in der Michaelskirche, aber keine ausgewiesene Kirche. Das ist interessant, weil hier in Hamburg hat Katharina, die heilige Katharina, einen sehr großen Stellenwert. Und die Kirche ist auch etwas ganz Besonderes. Sie hat den ältesten Kirchturm Hamburgs zum einen. Zum anderen ist es die einzige unserer 5 Hauptkirchen, die einer Frau gewidmet ist. Und das ist natürlich was ganz Besonderes. Das Kirchenspiel, die Pfarrer, Pastoren hier
haben der Kirche auch den Untertitel gegeben, schön, mutig und klug, alles Qualitäten, die zur Katharina gehören. Die Kirche selbst ist sehr gebrechlich, sie ist schon mehrfach eingestürzt bei den Fluten, die meistens hier im Februar stattfinden. Das liegt daran, ich zeige es nochmal, dass wir hier direkt am Wasser stehen, kann man es sehen. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr im Hintergrund die Elfi erkennen. Ne? Und dadurch gab es hier immer Überschwemmungen, die Kirche krachte ein. Vielleicht noch was kurz Historisches. Zwei wichtige Ereignisse gab es hier bei dieser Kirche. Zum einen, das kann man jetzt nicht so gut erkennen, sie hat eine goldene Krone. Die soll angeblich aus dem Gold des Störtebäckers gewonnen worden sein, das man nach seinem Tode fand. Thema unserer Tour, mystisches Hamburg. Und dann eine andere Geschichte handelt davon, dass der Turm mal wieder eingekracht war. Das war kurz vor dem 30-jährigen Krieg. Man hat den Turm dann wieder aufgebaut. Der König Christian von Dänemark weilte dann gerade hier. Man hat ihn eingeladen, diesen Turm mit einzuweihen. Er hat ein paar lauschige Worte gesprochen. Danach hat man ihm gewünscht, dass er doch bitte so lange leben solle, wie dieser Kirchturm steht. Mhm. Christopher, du ahnst es vielleicht. Nur wenige Jahre später kam es wieder zu einer Sturmflut. Der Kirchturm krachte ein. Und ich weiß es sehr genau, der König Christian starb 14 Tage später, nämlich am 17. März, meinem Geburtstag. Und daher kann ich mich sehr gut an diese Geschichte erinnern. Aha, also es ist eine Prophezeiung wahr geworden, sozusagen. Ganz genau, man sollte, so lernen wir, sich überlegen, was man wünscht. Die Hamburger hingegen haben vielleicht sich das Richtige gewünscht, denn der Christian machte sich gerade auf, Hamburg zu erobern, kurz bevor er gestorben ist. Vielleicht haben die ja doch ein bisschen magisch gearbeitet. Mhm. Das ist, glaube ich, meine Überleitung zu meinem zweiten Star oder meinem Star des heutigen Abends. Ich habe nämlich jemanden hier, die in der Kunst des Hexens und der Magie gut bewandert ist. Dafür muss ich jetzt einen kleinen technischen Zauber wirken. Ich hoffe, er funktioniert. Vor allem muss ich, glaube ich, meine Brille aufsetzen, aber ich schaffe das. So, mal sehen. Huch. Ach, das geht. Ja, hallo ihr da draußen, hallo Kirsten und den fernen München, Christopher. Und einige von euch kennen mich vielleicht schon. Ich bin Abelke Bleken, die Hexe. Geboren wurde ich 1530 hier bei Hamburg im schönen Ochsenwerder. Und ähnlich wie Katharina ein schreckliches Schicksal ereilte, weil sie klug war, weil sie eine starke Frau war, so ähnlich erging es mir auch, denn etwa 30 Jahre nach meiner Geburt wurde ich hier in Hamburg auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Und schon zu meiner Zeit, also im 16. Jahrhundert, da war Katharina ja schon eine sehr ehrwürdig alte Kirche hier, ein großes Kirchspiel in Hamburg, das weit über seine Grenzen hinaus bekannt war für seine Schiffsbauer, für seine Kaufleute, ein reiches Kirchspiel. Und in der Mitte stolz stand von den Kaufleuten errichtet unsere wunderschöne Katharina. Und die Katharina ist ja die Schöpfpatronin für so vieles gewesen. Unter anderem war sie auch die Schutzpatronin der Seefahrer. Und wenn unsere Männer hinausgefahren sind auf See, auf die gefährlichen Fahrten, dann haben sie vorher bei Katharina gebetet. Und wenn die Segel und die Sterne günstig standen und sie wieder hier heil in unserem schönen Hafen angekommen sind, dann sahen sie als erstes den Katharinenturm und haben Gott und der Heiligen gedankt für eine glückliche Reise und natürlich auch für ein glückliches Geschäft. Denn das ist und war hier in Hamburg ja immer mit das Wichtigste. Katharina, das sagte ich schon, Schutzpatronin für vielerlei. Viele Schulen haben sie als Schutzpatronin, weil sie war eine gelehrte Frau und sie
hat auch dafür gesorgt, dass man zum Beispiel, wenn man so wie ich gerade nicht weiß, wie es mit der Sprache so richtig weitergeht, auch dann wurde Katharina angerufen, denn sie war die Schutzpatronin und die Heilerin für Probleme mit dem Hals, der Zunge und der Sprache. Aha. Und hier in Hamburg nicht, aber in anderen Ländern wird am Katharinentag ein besonderes Brot verteilt, dass die Kinder vor Krankheiten, besonders vor den Pocken, schützen sollte. Und wenn die Stadtspürer hier durch Hamburg gehen, ich beobachte das ja mitunter durch die Schleier der Anderswelt, dann bekommen zum Schutze vor dem schaurigen Hamburg, das sie dann erleben dürfen, auch die Gäste ein Katharinenbrot zum Schutz. Mhm. Und viele kennen das vielleicht, Katharina, der Abend vor Katharina, und mit dem Katharinentag morgen beginnt die geschlossene Zeit, wie man hier sagt. Und am Abend davor, da wurde nochmal richtig getanzt. Den Katharinentanz. Das war der Tag vor Katharina, da bekamen die Knechte und die Mägde ihren Jahreslohn ausbezahlt. Die Schafe wurden in die Ställe getrieben, die Schäfer waren wieder zu Hause, es gab Geld und man wusste, ab dem Katharinentag war das Tanzen verboten. Und so tanzte man am Abend vor diesem, also am heutigen Abend, noch einmal nach aller Herzenslust. Und wenn viele von euch kennen vielleicht das Lied Heißer Katrainerle, dieses Lied bezieht sich nämlich auf den Tanz vor Katharinen. Ja, und dann am 25., also morgen, war all das verboten. Wir gehen in die dunkle, in die geschlossene, in die stille Zeit. Der Winter ist jetzt wirklich da. Man zieht sich zurück. Und am Katharinentag selbst war es verboten zu tanzen, weil sich die Röcke der Frauen wie Räder drehten. Es wurde nicht gesponnen und es wurde auch kein Mehl gemahlen, weil kein Rad sich drehen durfte. Denn das Zeichen des Martyriums der Katharina ist ja das Rad, auf das sie gespannt werden sollte, auf dem sie zu Tode kommen sollte. Aber die Legende erzählt uns natürlich auch, ihr göttlicher Schutz hat es dann gebracht, dass die Räder, auf die sie gespannt werden sollten, in Tausende von Teilen zersprangen. Und in Anerkennung oder in Angedenken dessen ist eben der Katharinentag, ab dem Katharinentag, all dieses verboten. Mhm. Und ja, was kann ich euch noch erzählen? Auch heute wieder, das erlebe ich immer wieder, wenn ich zu Walpurgis hier wieder in meine schöne Stadt zurückkehre, auch heute wieder ist die Katharina eine lebendige Kirche. Und die den Menschen viel bietet an Kultur und die Leute kommen wieder hier in das Kirchspiel, in diesem wunderschönen Stadtteil mit den Speicherhäusern, und dann füllt sich dieser Stadtteil wieder mit Leben, was mich sehr, sehr freut. Ja, wir haben zunehmend den Mond, wir haben, was in Hamburg ja nicht so häufig ist, wir haben eine klare Nacht, es ist trocken, es regnet nicht in dieser schönen Stadt. Und es ist sogar windstill. Es ist also eine wunderbare Nacht, um sich hier heute mit euch draußen im Freien im Katharinenkirchspiel zu treffen. Christopher, hast du denn noch eine Frage an die Abelke? Ja, wenn du schon da bist, liebe Abelke, also hochverehrt natürlich. Ich freue mich sehr, dass du die Schleier der Anderswelt in dieser besonderen Nacht für uns noch einmal durchschritten hast, um bei uns zu sein. Und wenn das so ist, dann sollte ich, man sollte natürlich eine Frage stellen können. Und ich habe mir gedacht, wir haben ja eine, die Katharinennacht ist ja auch eine Losnacht und in Losnächten wurde orakelt. Und da du ja in der Anderswelt sicherlich einen weiteren Blick hast als wir armen Sterblichen und du schon so viel Erfahrung hast über all die Jahrhunderte, da dachte ich mir, du wirst uns doch bestimmt einen Wink aus der Anderswelt über unsere Zukunft geben.
Das will ich gerne machen, denn wie du weißt, Christopher, bin ich ja in vielerlei bewandert. Einst ein braves Bauernmädchen, dann verfemt. Und je garstiger die Leute wurden, dann kam es mir doch in den Sinn, auch die Hexerei zu erlernen. Denn wie heißt es so schön? Wer das Böse sucht, dem kommt es auf dem halben Wege entgegen. So habe ich es nicht nur gelernt, Knoten zu knüpfen, mit denen man Menschen bindet. Ich habe Kräuter gebraut, die ja nicht mitunter die Liebe brachten, aber häufig auch zum Schaden anderer waren, denn das wurde mir ja vorgeworfen. Aber natürlich kannte ich mich dann auch aus in der Kunst des Orakels und in der Kunst der Karten habe ich mich in meiner langen, langen Zeit dann auch bewandert. Und ich glaube, in dieser besonderen Nacht, wo wir jetzt in die dunkle, geschlossene Zeit gehen, und ich lasse mir sagen, immer zu, für euch ist ja diese Zeit, in der wir heute im Jahre 2020 heißt es wohl, sind eine besonders schwere Zeit für euch. Also nicht zu tanzen dürfte euch leicht fallen, weil ich habe gehört, das ist ohnehin verboten. Aber das soll uns ja die Freude an der Zeit, wo man in sich geht, nicht verderben. Und so eine Zeit kann ja immer auch eine Zeit sein, sich bewusst zu werden mit sich selbst in der Stille, welche Möglichkeiten, welche Entwicklungsmöglichkeiten bietet mir diese Zeit? Und dafür habe ich euch meine Karten mitgebracht. Das finde ich toll. Und vielleicht ihr da draußen, die ihr jetzt alle hier gebannt auf Abelke und ihr Kartendeck starrt, vielleicht lassen wir uns einfach von Abelke eine Karte ziehen. Wir müssen natürlich noch eine Frage formulieren. Und diese Frage, Abelke zeigt uns jetzt, welche Karten wir zur Verfügung haben. Aber wir werden eine Frage stellen müssen. Und wie wäre es, wenn wir die Frage stellen, wir gehen in die stille Zeit. Bei uns in Bayern heißt es ja die Stadezeit. Und wir kennen ja auch den Spruch, St. Kathrein stellt das Tanzen ein. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr den auch kennt. Nur, ne? Diese Art von Stillstand, die wir jetzt sowieso erfahren gerade, die bringt uns ja dem, was unsere Vorfahren vielleicht sowieso in dieser Zeit erlebten, auf einmal ganz nahe. Aber die Frage, die wir vielleicht uns stellen könnten, ist doch, was kann ich Positives aus dem Stillstand für mich herausholen, oder? Das wäre doch eine Frage, die wir stellen könnten. Was meint ihr da draußen? Also ich finde, das ist eine gute Frage. Und mit meinem wunderbaren Druid-Kraft-Tarot werde ich jetzt mal beginnen, die Karten zu mischen. Ja, wunderbar. Also dann stellen wir vielleicht, konzentrieren uns alle auf die Frage, welche positive Kraft wird uns aus der Zeit des Stillstands erwachsen? Oder vielleicht, was kann ich tun, damit diese Zeit des Stillstands für mich etwas Konstruktives, etwas Positives beinhaltet? Du könntest ja auch zwei Karten ziehen. Eine, was kann ich tun und was wird daraus erwachsen? Ja, so machen wir es. Das wäre doch schön. Was kann ich tun oder was können wir tun? Ich kann die Karte gerne nehmen. Dann ziehe ich jetzt die erste Karte, was kann ich tun? Genau. Und da haben wir die Wiedergeburt. Oh, eine schöne Karte, ja. Toll. Könnt ihr die alle gut sehen? Ja, ich glaube, die können alle gut sehen. Aha, das ist Newgrange, ne? Ja. Und die zweite Karte war... Was wird daraus erwachsen? Was wird daraus erwachsen? Und da habe ich den Stern. Wunderschön. Zwei Trümpfe. Ja. Ja, toll. Na gut, also ich glaube, so beide können wir schlecht halten. Nimm du am besten die Karte in die Hand und dann kannst du ja gerne noch was sagen, was dir dazu einfällt. Ja, wenn wir jetzt in die Stille gehen und wir gehen in den Winter, dann sehnen wir uns ja eigentlich schon
nach dem, was diese Karte auch ausdrückt, die Wiedergeburt, das Leben zurückkehrt. Aber hier bei dem Trumpf Nummer 20, der sagt uns natürlich auch, dass wir einen langen Weg schon gegangen sind. Und was können wir tun in der stillen Zeit? Vielleicht noch einmal über den Weg und das, was uns dieses Jahr gebracht hat, nachdenken. Was ist besser geworden? Was ist schlechter geworden? Und was wollen wir Neues daraus schöpfen? Mhm. Was Neues soll aus dieser Zeit entstehen? Das wäre vielleicht eine Aufforderung, die uns diese Karte gibt. Ich finde es aber schön, weil es eine sehr tröstliche Karte auch natürlich, weil sie uns sagt, Wiedergeburt, wenn etwas stirbt, etwas Neues wird kommen. Und wenn man sich eher darauf fokussiert, was wird daraus entstehen, was kann daraus kommen, bin ich natürlich auf eine Weise besser aufgestellt, als wenn ich mich nur über das, was ich verliere, trauere. Ja. Sehr gut. Was heißt der Hase dort, liebe Abelke? Der Hase steht für Fruchtbarkeit. Fruchtbarkeit, ah ja. Also es ist ja im anderen Tarots ist diese Karte, heißt sie das Gericht. Mhm. Ne? Und das weist nun wieder darauf hin, dass da auf das jüngste Gericht angespielt wird, dass wir vielleicht auch mit uns selbst mal ins Gericht gehen sollten, wie es überhaupt zu dieser ganzen Situation gekommen ist, welchen Anteil ein jeder und eine jede von uns daran hat. Und wenn wir alle jetzt mal was visualisieren, wie es im Frühling wieder sein soll, denn dies ist ja eine Frühlingskarte, dann kommen wir vielleicht alle ganz gut gemeinsam voran. Wunderschön. Dankeschön. Ja, und die zweite Karte ist... Was soll daraus erwachsen? Genau. Und da haben wir den wundervollen Stern. Mhm. Wir sehen hier diese Jungfrau vielleicht, diese Frau, die dort das Wasser scheinbar unendlich verschwenden kann. Und der Stern ist ja auch immer eine Karte der Heilung und der Spiritualität. Und für uns kann das natürlich heißen, dass wir unsere Kräfte sammeln und daran gesunden können, wie wir, wenn wir etwas verschwenden, dass wir nicht für unser eigenes tun, sondern an andere aus verschwenden, dass wir dann einfach in eine bessere Zeit kommen, auch für uns. Mhm. Auch wieder finde ich eine sehr schöne, sehr tröstliche Karte. Ich verbinde die Karte immer auch mit Hoffnung, der Stern, auf den wir uns ausrichten, am Himmelszelt. Vielleicht auch die Aufforderung, finde deinen inneren Stern. Du findest deinen inneren Stern, deinen Leitstern, der dich auch durch dunkle Zeiten führen kann. Und eigentlich auch zu überlegen, wie viel Fülle wir eigentlich die ganze Zeit mit uns herumtragen. Also auch hier der Gedanke, lieber in die Fülle gehen, als über das vergossene Wasser trauern. Ja. Und Kirsten? Ja, also die Karte ist ja dem Wassermann zugeordnet. Mhm. Wer sich mit Astrologie auskennt, weiß, dass Wassermann in den kommenden Jahren eine große Rolle spielen wird. Mhm. Übrigens das Gericht oder die Wiedergeburt ist Pluto zugeordnet. Mhm. Für mich sagt diese Karte immer... nicht immer, aber vielleicht geht es auch um Ökologie tatsächlich. Darum, wie wir mit der Welt umgehen. Ich sagte ja eben, mit sich selbst ins Gericht auch gehen. Was kann ich dazu beitragen? Was geht bei mir auf fruchtbaren Boden an Ideen, um einen Beitrag für die Welt, für die Weltengemeinschaft zu leisten? Und was gebe ich ab ins Kollektiv, wieder zurück ins Wasser, nach dem Motto, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, ganz genau. ich denke, dass wir die Chance haben, jetzt gerade alle doch nochmal zusammenzuwachsen und ein Wir-Gefühl zu entwickeln, wie ich es das letzte Mal 1989 kennengelernt habe. Mhm. Mal schauen. Ja, auf alle Fälle sehr hoffnungsvoll, aber auch ein Blick in die Zukunft. Und vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Abelke. Es war sehr erhellend. Gerne getan.
Was auch immer ihr da draußen Kommentare abgeben wollt, schreibt es in die Kommentare hinein, wie euch das gefallen hat, was es euch bedeutet. Oder gebt ein Like oder ein Herz oder was auch immer, damit wir wissen, dass euch das berührt hat. Und ja, dann würde ich doch mal sagen, machen wir wieder ein bisschen Magic. Ja, das ist doch toll. Ein wunderschönes Abschlussbild von euch beiden. Ganz herzlichen Dank nach Hamburg. Wir machen das jetzt nach dem Lied Heißer Getreinele schnürte die Schuhe. Genau, wir gehen jetzt noch tanzen. Genau. Genau. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Liebe Abgetanze, zurück in die Anderswelt und grüße mir all die Seelen dort. Wir sehen liebe uns Kirsten. Wir sehen uns am Donnerstag, liebe Kirsten, ja bereits wieder. Das stimmt, ja. Das stimmt, denn da werden wir astrologisch unterwegs sein in unserem Vortrag über die Tierkreiszeichen Waage bis Fische und ihre Aussichten für das Jahr 2021. Nähere Informationen findet ihr unter www.phoenixastrologie.de. Also wir sind auf multi vielen Kanälen unterwegs. Hier bei den Stadtspürern, morgen schon bei Phoenix Astrologie und selbstverständlich auch in der Geheimnisakademie, aber dazu gleich später mehr. Und ja, liebe, ihr lieben beiden, ich würde sagen, ich entlasse euch in die Nacht. Habt noch jede Menge Spaß und vielen Dank, dass ihr euch dazu geschaltet habt. Schöne Grüße aus München nach Hamburg. Ja, tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ja, das war unser Beitrag zur Katharinennacht. Und ich möchte natürlich nicht versäumen, dass wir ich habe euch ja gesagt, ihr sollt noch einen Moment da bleiben, denn heute in der Katharinennacht könnt ihr natürlich vieles tun. Vielleicht lasst ihr einfach mal die Gedanken, die wir aus Hamburg von diesem wunderbaren, ich würde mal sagen, Kraftort erfahren haben, dass ihr das einfach mal setzen lasst und vielleicht ein paar Gedanken. Gerne könnt ihr sie in die Kommentare schreiben auf den unterschiedlichen Kanälen. Und wir haben aber heute auch in der Geheimnisakademie, deswegen habe ich jetzt hier auch die Webadresse eingeblendet. Ab heute nämlich beginnt unser Rauhnächte-Kurs. Und ihr werdet euch vielleicht fragen, ja, Rauhnächte, die sind doch erst im Dezember. Genauer gesagt beginnen sie der Tradition nach am 24. Dezember. Wir fangen aber schon in dieser Nacht an mit der Vorbereitung. Wir haben zwei Kurse jetzt zusammengebunden und zu einem Angebot zusammengeschnürt, und zwar zu einer Kombination aus den Rauhnächten mit den sogenannten Losnächten. Und die Katharinennacht ist die erste dieser Losnächte. Und wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut doch bitte bei der Geheimnisakademie vorbei. Dort könnt ihr nämlich noch mit der heutigen Losnacht einsteigen und könnt euch ja noch mehr Hintergrundinformationen zu Katharina, aber auch Reflexionen für euer eigenes Leben zu dieser Nacht holen. Wenn das aber noch nicht heute Nacht der Fall ist, dann lohnt es sich auf alle Fälle, das Angebot sich mal anzuschauen, denn ihr könnt bis zu den Rauhnächten jederzeit einsteigen. Aber heute Nacht wäre eben schon einmal die wunderbare Katharinennacht. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch da draußen eine herrliche Nacht. Und ich würde mir wünschen, dass es für euch erhellend ist, dass dieses Thema der Stille und des Stillstands für euch auf eine Weise bereichernd sein kann, wie es vielleicht für unsere Vorfahren früher war. Und wir gemeinsam, auch das ist ein Thema dieser dunklen Zeit, man kann vieles gemeinsam besser durchstehen als allein und auf sich gestellt. Und dazu sind zum Beispiel so Communities, wie wir sie in der Geheimnisakademie dann auch eröffnen, vielleicht sogar ganz gut zu wissen, dass viele Menschen sich in die gleiche Richtung bewegen und denken. In dem Sinne wünsche ich euch ja einen wunderschönen Abend und hinterlasst Kommentare, schaut bei uns vorbei und bleibt uns gewogen. Wir melden uns dann einfach wieder, ja, wir haben vor, das öfters zu machen, an unterschiedlichen Standorten live zu gehen. Wenn euch das gefallen hat, hinterlasst ein Like und wir wissen, dass ihr mehr davon haben wollt. In dem Sinne, einen wunderschönen guten Abend.